Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alicia Online mit zwei Special Guests, nämlich der Xim und der Julie. Hallöchen! Servus. Hallo! Außerdem ist heute mit dabei die Caro. Hi! Moin! Und ich würde mal sagen, die Julie ist zwar bei uns im Team, aber die Xim wird jetzt leiden. Das ja, kennt ich ihr auch. Ja schon, vielleicht aus dem ein oder anderen Livestream, dass die Xim jetzt gleich mal ordentlich einen aufs Kaubrett kriegt. Nee, Xim und ich machen dich fertig. Eben. Was, du bist auch im gegnerischen Team? Oh, nö. Also so wie das, immer, Rocky, du kannst Caro ganz normal abschießen. Nein. Oh, was? Was sollte das denn jetzt? Das kann man aber auch anders verstehen, du. Okay, ich gehe mal wieder, ich gehe, ja? Nee, bleib du mal da. Achso, du bist ja sowieso im Meme. Doch, geh bitte. Oh, hallo? Oh nein! Au. Ach komm schon, was war das denn? Wir wollten eigentlich nicht nach hinten gehen. Doch, das ist Strategie, Rocky. Wir gehen nein. Ja in der nächsten Runde wieder vor. Doch. Wie unfair. Ja. Jetzt ist hier Xim auch noch vorne, das passt mir nicht. Nein! Genauso wenig. Oh Gott! Ach, nimm das. Ja, Caro, nimm den Drachen. Ja. Nein! Doch! Caro, bleibst du bitte weg? Dann muss ich jetzt eh. Tschüss, Caro. Oh. Du Speckweckerl. Du Speckweckerl. Klappt man gesprochen. Ist er wieder nett hier. Andauernd. Was habt ihr eigentlich so viele Drachen hier? Das ist doch Wahnsinn. So super knuffelig. Zech. Oh, sie hat jetzt schon keinen Bock mehr. Nee, ich glaube, die erste. Sie klauen unsere Jobs. Autsch! Ja. Jetzt kriegt Xim mal Rache. Ach, da ist Xim mal hingefallen, würde ich sagen. Ja, und Annika kriegt von mir einen schönen Drachen. Oh, ich habe auch einen Drachen. Geh weg. Oh Mist. Ich werde den. Doch, ich bin den Drachen losgeworden. Geil! Oh Gott. Und da gibt's nochmal einen Drachen für irgendwen. Oh oh. Das Drachentief. Genau, bitte halten Sie Ausschau über Deutschland nach dem neuesten Drachentief. Team Blau, was ist da namens los? Egon. Ich weiß auch nicht. Team Blau, wie hört er hin? Das ist schon so richtig so. Nee, warte. Bist du das Egon was? Auf dem Vormarsch. Egon. Das Drachentief. Sehr bedrohlicher Name für ein Drachentief. Egon, ja. Ich will Gott, Annika. Fehlt nur noch Hubert, weißt du? Alter, das müssen wir nur schaffen. Okay, ich guck auch mal hier. Ja, Caro, dann. Ich schaff das noch. Oh, ich hab einen Drachen. Oh, ich hab einen Drachen. Oh je, das geht ab. Oh, oh. Oh, mein Tier ist weg. Oh, oh, ich will nicht. Nein, okay, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hasse Annika. Annika ist blöd. Aber wir haben gewonnen. Alle Purzeln. Ja. Ich wäre gern Dritter geworden. Irgendwas ist verkehrt gelaufen, Caro. Nee, das ist schon richtig so. Nee, das ändern wir jetzt. Aber mein Pferd ist verletzt, egal. Also ich möchte jetzt echt nichts sagen, Caro, aber ich glaube, die Leistung, die du dir erhofft hast, hast du leider nicht so ganz gebracht. Lass mich. Direkt einer raus, ja, wer ist denn hier rausgegangen? Wahrscheinlich die Fremde. Willi. Was? Ja, du bist draußen. Oh echt? Ja. Oh nice! Ja. Da kann ich auch gerade meinen Muskelstretch mal kurz machen. Ja, mach mal. Wir machen das ich mal geh schnell. Auch wir gehen jetzt da alle schnell. Jetzt geht doch nicht alle aus dem Raum raus. Ich bleib hier. Die haben doch sonst Angst, dass wir alle schon aufhören. Ist so. Die gehen alle gerade. Ich bin hier oh einsam nein. Allein. Ich habe noch zwei. Ich 99. Noch ich komme zu 99. Perfekt. Und wieder ins gegnerische Team von Xim. Okay. Jetzt kommen sie wahrscheinlich gleich wieder alle reingeploppt. Plop, 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 plop. Das war eh nur Taktik, ne? Man soll ja den Gegner erstmal einmal gewinnen lassen, dann wiegt er sich in Sicherheit und dann vernichten wir ihn. Ja. Aha. Ja, genau. Vernichten. Das ist ja ein süßes Wort für verlieren. warte ab. Also ich glaube ja immer noch, dass ihr absolut keine Chance habt gegen Jolie, Korn und mich. Mhm. Und natürlich auch noch irgendwo gegen Elena, aber die ziehe ich jetzt einfach mal nicht mit. Die hat für uns gewonnen letzte Runde, das weißt du schon, gell? Ich weiß. Ich sag's ja Psst, nur. Aber du hättest auch gewonnen, Mensch. Ja, natürlich, aber die hat mich halt noch überholt. Ja, deswegen sag ich ja, es ist unfair. Boah, Mann, jetzt... Der hat gleich keinen Bock mehr. Ihr dürft ihn nicht aus der Fassung bringen. Sind wir jetzt eigentlich alle? Nee. Nee, fehlt noch jemand. Ach komm.
Nee, Sassi ist da. Sassi ist da. Müssen wir wieder Annika rausschmeißen? Wieder? Haben wir noch gar nicht. Oder kommt dann im letzten Moment wieder jemand rein? Kann schon sein. Wer ist denn überhaupt der Leader der Gruppe? Ellen. Lenü. Aber die kann ja nicht. Auch jetzt, nee, jetzt kann sie auch nicht. Wir brauchen ja nur jemanden. Nee, da ist jemand rein. Nee, guck mal. Wenn sie jetzt schnell drauf drückt, dann. Oh, guck mal, es geht endlich weiter. Endlich. Habt ihr nicht meine Rüstung von meinem Pferd gesehen? Die ist ziemlich badass. Ja, total. Die hat sonst auch niemand. Die hat einen schlechten Hintern? Was? Ja, ich habe auch gerade überlegt, was? Was? Er hat gesagt, die hat sonst niemand. Die hat sonst niemand, Hintern? Nicht einen schlechten Hintern. What the fuck? Ja, badass. Sie hat er bestimmt drauf, damit ihm nicht so der Po brennt hier. Ach so. Ich habe das Gefühl manchmal, ich werde hier nicht ernst genommen. Ach, nö. Okay, nein. Das wäre auch falsch, ne? Nee, das ist also das. Lasst mich bitte. Lasst mich bitte meinen Eindruck vermitteln, ja? Als wäre ich ein doofes Ding. Ob das ein guter Eindruck ist oder nicht, das gucken wir jetzt an. Ich habe ein Fortune-Egg. Nice! Oh. Aus! Hast du noch ein Ei? Oh, ich habe ein Drachenei. Aua! Ein Drachenei. Ich bin hingefallen. Ein Drache wäre echt nice in dem Spiel. Geh mal weg, Sim. Nein, lass mich. Hast du das jetzt gekriegt? Du hast das eh nicht gekriegt. Ich hab einen Karo ein. Doch, ich hab's gekriegt. Ich hab's sogar schon eingelöst. Ja. Nett, danke, Karo. Ja, Drachen sind doch toll. Geh weg, nee. Sim. Ich möchte das nicht. Ich sehe doch, dass das du da nicht. Was in der Hand hast. Was? Ich bin daher harmlos. Völlig. Hui! Wie er Spaß hat. Karo, behalte deinen Drachen. Nein, nein. Komm her. Nein. Oh, ich kriege ihn eh. Oh. Danke, Sassi. Jetzt habe ich. Oh Gott. Sassi hat jetzt den kritischen Drachen. Vorsicht, Jolie. Reite! Reite! Nee, weiß ich jetzt Kaffee trinken. Ach, perfekt. Oh nein! In der letzten Sekunde. So muss das. Heilig. Boah, Sim, geh jetzt mal weg. Du versperrst meine Sicht. Willst du erst mal behaupten, mein Hintern ist zu dick? Caro. Das war mein Dragon. Oh nein! Ich hab gegeben. Ich merke schon. Nein, sie hat ihn an mich abgegeben! Die olle Foot. Foot? Ich hab ihn aber nicht abgekriegt. Oh Gott sei Dank, Caro hat ihn auch nicht abgegeben. Nein, geh weg. Komm her. Nein. Bitte kuscheln. Ja. Nein. Komm schon. Tschüss, Caro. Armbeuge. Als ob. Ist grad rot. Ja, rot ist grad vorne. Ja, dann mach mal. Ja, das ist ja auch richtig so. Xim ist hier, geh mal weg, Xim. Lang nicht mehr. Lass das. Genau, dräng sie weg. Hätte ich jetzt einen roten Panzer, würde ich ihn auf die abschießen. Hast aber nicht. Beim Blitz angekommen? Nö, warum nicht? Oh! Er sieht mich. Ich fühle mich gefußfesselt. Ja, echt, von mir denn? Oh. Ich glaube, das könnte ich. Ja, legen wir mal einen Zahn zu. Eis, Gottes Willen. Wie konnte das denn jetzt der Fall sein? Einer. Komm schon, ich muss Gas geben. Bitte nicht. Nein, wer ist denn hinter mir? Ich? Oh Gott sei Dank. Ja. Caro war da direkt hinter mir. Hab ich doch gesagt. Alter Schwede. Ihr macht mich fertig. Ey, unser Team ist gut. Unser Team ist das beste Around im Übrigen. Ja. Wir sammeln unsere Kräfte. Caro, ich möchte nur ganz kurz anmerken, Xim und Caro haben zweimal verloren. Ja. Zweimal in Zahlen 2, in Worten gleich 3. Oh, das merke ich mir. Ich notiere das. Ja, das kannst du sehr gut machen. Es ist Xim ins rote Team gegangen. Was? Was? Nein. Xim, nein. Sehr gut, Xim. Komm uns auf die dunkle Seite der Macht werden. Komm auf die gute Seite der Macht. Niemals. Oh, meine wahrscheinlich hast du F9 gedrückt. Ich sehe, ja, aus Versehen, genau. Ich sehe mich schon wieder über das Hafenbecken schweben. Das ist nicht die Strecke, Xim. Nicht? Okay. Nein. Kein Hafen. Vor allen Dingen, so, nein? Nee, Gott sei Dank. Die Aussicht war so verlockend und dann hat sie es doch nicht gerne gemacht. Okay, viel zu viel Glück mit dem Start. Ja, ich kann den Start aber mittlerweile auch. Ja, toll, du hast ja auch zweimal den fliegenden Start gehabt. Nee, ich kann den richtigen jetzt auch, den anderen. Ach so. Da. Oha. Ja, ich bin voll toll. Rocky wird voll Profi. Ja, ich bin der Profi von AO. Wow.
Wir können uns bald was bitte angucken von dem. Ja. Ja, ich mach bald die Hex an. Ja. Hui. Wie ist denn das eigentlich? Es hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass dieser Balken, den man beim Driften bekommt, auch die Farbe ändern kann. Ja, ja, der wird rot und so, ne? Aber wie? Der Dash-Balken. Ich hab keinen. Frag mich nicht nach Dash. Weiß das irgendwer von euch? Nein, Julie nee. Oder so? Ich drifte ganz normal immer. Ja, ich kriege immer nur den gelben, aber es geht irgendwie nie weiter als der gelbe. Ja, bei mir auch nicht. Irgendwie, guck mal, wie weit. Oh nein, jetzt wollte ich gerade. Ich hab's gerade gesagt. Lala. Och, Manu, jetzt bin ich letzter. Guckt euch das mal an, diese Kacke. Jeder kriegt das, was er verdient. Oh. Okay, komm. Danke, Xim. Danke. Bitte, gerne. Dann warte mal ab. Vielleicht bin ich ja dann zum Schluss doch noch ein bisschen weiter vorne, als du das gerne hättest. Ja, es könnte passieren. Aber du Früchtchen. Ja, wir arbeiten daran, das zu verhindern. Früchtchen. Wie süß. Ja. Irgendwer ist da gerade reingeriddelt. Wer ist denn jetzt hinter mir? Annika ist gerade in ein einziges Eis auf der Strecke reingeritten. Das ist ja super. Nein. Nein, gar nicht. Nein, was machst du da eigentlich vorne? Nicht. Lass mich, ich kann das. Du kannst das, du hast einen Drang. Du kannst das immer noch. Also ich glaube ja nicht. Nee, nicht so wirklich. Jetzt ist hier das Eis mit Absicht reingeritten. Jetzt ist sie, jetzt ist Xim in mein Eis nochmal reingeritten. Aua. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Wie war das? Bleibt mal alle stehen, ich möchte gewinnen. Ja, genau. Boah, Caro, geh weg. Mach doch. Geht nach vorne weg. Geh mal weg, Caro, jawohl. Danke. Boah, merkt. Es hat nicht gereicht. Und Annika geht jetzt auch mal weg. Und das wird was. Ja, ja, ja. Caro, geh weg. Oh yeah. Gewonnen. Aber nur knapp. Knapp. Och, Mann. Guckt euch das an, jetzt bin ich Sechster. Wir haben wieder gewonnen, Rocky. Mm. Das zählt die Teamleistung. Toll. Ich bin Zweiter. Teamarbeit. Mhm. Alarm. Aber wir machen die auch ziemlich eindeutig fertig, ne? Ja. Das ist nur. Es ist unglaublich, nein, wie schlecht die sind. Das ist der Sim, Schein, oder? Der trügt. Ja, ja. Komm, eine Runde machen wir noch. Ich wollte gerade sagen, Sim, du wolltest doch ins Hafenbecken, oder? Nein. Doch. Doch, sie wollte ins Hafenbecken, habe ich doch auch gehört. Tim geht schwimmen. Ja, doch. Pass mal auf, und diesmal klappt das unter euch. Ja, das wäre das. Feier ich aber. Das würde ich auch feiern. Also, ich falle immer ins Wasser. Ja, siehst du? Mag Tim eigentlich auch immer. Eigentlich. Eigentlich. Mhm. Oh weh, oh weh. Na, das könnte ja jetzt lustig werden. So, achte drauf, wie ich den Start jetzt meistere. Ja, wir achten drauf. Ganz ehrlich, ja. Du stehst so weit weg von mir. Ich gucke es dann später in der Aufnahme an. Ah, wie er stolz ist. Bist du schon los oder stehst du noch am Ziel hier? Ich stehe noch am Ziel. Nein, oh mein Gott, Caro hat einen Drachen. Geh weg, Caro. Nein, ich will doch nicht. Ach, nimm ihn. Caro hat noch einen Drachen. Geh weg, Caro. Hä? Warum hat der Drache sich schon ausgelöst? Wie unfair war das denn? Der Markt. Und noch einen. Jawohl, und kritischen. Viel Spaß hinten. Halt die Schnauze. Das Spiel macht leicht Akku. Ach komm. Überhaupt nicht eigentlich. Nein. Es ist wirklich. Mein Po brennt! Und die Rüstung hat doch nichts gebracht. Ach Mann. Nee, nee. Da ist der Po ja auch ziemlich frei. Das ist das Problem. Du solltest da deine. Nein! Die Po-Backenklappen vormachen. Ja, gibt's sowas. Ich glaube, Xim ist gegens Schiff geflogen. Sag doch, es klappt immer ganz toll bei Xim. Bist aber auch gemein. Was machst du da vorne? Geh da mal weg. Alter, Sassi ist doof. Und dick. Los. Wow. Wow, das war sogar eine von unseren eigenen Wänden und ich reite voll rein. Weil ich doof bin. Und dick. Nein. Oh. Oh. Ja, Caro! Oh. Wie hast du das denn? Was? Xim, geh weg da! Lass mich! Nein, nur weil du zweimal gegen das Schiff geflogen bist. Ja. Gibt's jetzt kein Mitleid. Ich warne mich und mache hier ja Mitleid. Nö,
Und du kriegst die Kurve nicht, Xim, kann das sein? Doch, doch. Das war ein Special Effekt. Ja, natürlich. Das war ein Special Effekt. Klar! Oh oh. Die Ellen macht das, glaube ich, wieder für uns hier. Karo, behalt das Ding! Ja, danke. Ich wollte doch gerade schon mich beschweren. Das gibt's nicht! Ich bin schon wieder gegen dieses blöde Schiff. Ja, Pech, ne? Wer kann, der kann. Kommt schon, Leute, wir müssen das hier so gewinnen, wie das jetzt ist. Was meinst du, was ich im Arsch scheiße? Entschuldigung, ich kann's nicht machen. Ach, ihr toll. Müsst das machen. Toll, ja, Julie, toll. Wir sind doch eh alle vorne, wir haben eh. Ja, aber wenn da jetzt noch jemand was Böses bringt, nein, dann bringt da was Böses. Das wird doch was. Guck mal, wie toll. Ja! Yay! Unser Team ist einfach das beste Round. Caro, tut mir leid, keine Chance. Xim, ebenfalls. Tja, so ist es halt. Das Leben ist hart. Ja. Kann ich dir heim. Ja. Ich habe Angst, Rocky. Dann vielleicht ja in der nächsten Folge von diesem wunderbaren Spiel in der U. Okay, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar und eine Bewertung da. Ansonsten schaut bei Xim und Jolie vorbei. Die machen auch super tolle Videos. Unten in der Videobeschreibung sind es natürlich verlinkt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!